Damit Leute, willkommen zurück zu Pokémon Weiße Edition. Wie in den letzten paar schon angekündigt, folgt jetzt eine Szene, die ich ziemlich feier. Und im letzten Part haben wir den vierten Arena-Orden bekommen, habe ich fast vergessen. Und also ist gar nicht, oder war der doch? Doch, das ist schon hier. Oder? Ah, Chester, die Sache mit dem Musical geht dir nicht mal so im Kopf, was? Dann lass uns schnell reingehen. Genau, ich glaube, das ist das hier. Das mache ich einfach auch mal schnell. Und der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Ich werde das hier nicht machen, Leute. Ich mag solche Bewerbe nicht gerade. Oder Musiksachen halt bei Pokémon. Also ich muss. Also ich muss schon sagen, hier steht es noch zwei Famosen drinnen aus. Pokémon mit allerlei Deko-Artikeln. So Schmücken nennt man Deko-Spaß. Probiert das doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Deko-Box. Hier, bitteschön. Ach, das ist das mit dem Deko-Ding. Nee, bockt mich nicht. Leider, solche Sachen mag ich nicht. Will ich meinen Platz Play nicht unterbringen. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los! Also ich muss per Touchscreen, alle, ich bin am PC. So, sportlicher Harald, du. Und noch irgendein Hut. Gut. Wunderschön, ja. Ja, eindeutig, das sieht das wundervoll aus. Bravissimo, ja, beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich freue mich also, wenn ihr hier bald bei einem Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also, ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Ihr Lelex. Was? Was mache ich nur? Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden, ich mache erstmal einen kleinen Stadtbesuch. Bis später, Chester. Jetzt kommt die krasseste Szene aus dem ganzen Game. Eigentlich nicht, aber egal. Hört auf die Musik. Sie ist wunderbar. Die Musik ist perfekt. Papa, was machst du denn hier? Na was wohl? Ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt. Du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Charles und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Komm mit mir. Was hat die? Nichts da. Jede Reise ist einmal zu Ende. Und daheim ist daheim. Willst du nicht, dass dein Kind mal, deine Tochter mal das Haus verlässt oder was? Aber ich bin nicht wie du, Papa. Setze deine Reise nur fort, meine Kleine. Überhaupt nicht asozial. Es mischt sich einfach die Arenaleiterin an. Was soll das? Ich bin der Vater. Was mischen sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Hätte mir ja gar nicht anerkannt. Angekannt. Das hätte mir ja gar nicht. Egal. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können der einen die Meinung anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Bell ist ja nie alleine. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt. Es hart auf hart ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, was Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit dem Pokémon bin ich auch stärker geworden. Grübel. Ja, da hast du ja recht. Meine Stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskampf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer Arenaleiter, damit ich das erkenne. Bell, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir noch eine schöne Reise. Ich gehe wieder nach Hause in meinen Sessel Fernsehen. Und Chaser, pass gut auf Bell auf, sonst schlage ich dich. Ciao, ihr Lelex. Was? Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ich höre dich gar nicht mehr. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen.
Aber ich denke, er ist noch nur ein Lelek, der nichts kann. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Das ist sehr richtig. Du hast allerdings sehr recht. Jaster hat gerade seine eigene Textbox bekommen, die noch nie ein Spieler bekommen hat. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen? Ich wollte nur helfen. Entschuldigung, bitte Jaster. Ich warte auf Route 5. Alter, voll asozial irgendwie. So richtig hätte ich mich nicht einmischen sollen? Egal, ich warte auf Route 5. Sie ist ja so cool, Alter. Ich werde auch Model. Ach, warte mal. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird? Ich weiß es. Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Chester. Leute, im zweiten Teil werde ich nicht Let's Play wahrscheinlich. Von daher sage ich euch, was mit ihr passiert. Sie wird die Assistentin bzw. wahrscheinlich auch eine Professorin von Professor Esche. Ist sie Esche? Ich hoffe, sie heißt Professor Esche. Stimmt, hier kommt ja noch Sharon. Warte, Chester. Wir haben beide den Voltorten, doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Sharon, warte kurz. Ich habe meinen Rockkommand nicht gewechselt. Ist fuck. Oh, nee. Cleopatra, los. Alter, mit Emi könnte ich Cleopatra so wegballern. Aber ich habe gerade Rockkommand vor. Amy! Ich wähle dich! Moglieb, der bringt sich jetzt gar nichts. Es war leider ein Critical Hit, aber. Setz die Folterknecht an, ich schlag dich gleich. Kann man jetzt eigentlich das zweite Mal nur Armstoß so? Okay, ja, es geht schon mal. Nice, tot. Was sag ich denn? Kann ich schön weg one-hitten, Alter. Und vielleicht sogar nächstes Level? Nee, schade. Aber Flaktario hat seinen 27er. Habe ich irgendwas zu vergessen, oder? Nee. Ich glaube, ich verwende sogar eher Scanner. Was ich wahrscheinlich auch nie tun werde, aber egal. Bekannte Attacken behalten, nicht erlernen, so. Ich finde das im Neuen ja viel besser. Da kann man zwar nicht mehr mit den Knöpfen arbeiten, aber dafür einfach bei Touch sagen nein oder ja. Zwotronin. Tigerboy, los! Los! Tiger, komm! Hm, 26, Alter. Level gleich. Samenbomben! Irgendwie klingt das verkehrt. Du hast keine Chance, Zotronin. Ich werde dich vernichten. Tch, die Klinge macht mir nichts aus, nur weil mein Brokkoli jetzt oben weggeschnitten ist, ist das mir doch egal. Verstehe, für diese Attacke hast du dich also entschieden. Ich habe gar nichts eingesetzt. Samenbomben! Dort. Also K.O. Und aus dem Gefäß gesetzt. Ich sag immer tot. Grillemark. Pom pom pom. Los, Rockheimer! Du schaffst es! Lehmschelle. Das Witzige ist auch, früher, wie ich kleiner war, habe ich immer nur ein Pokémon drin, und zwar ein Starter. Ich habe immer alle mit dem Starter rasiert, das hat immer funktioniert, ne? Erst bei der Liga, oder kurz vor der Liga halt, hat man das Lege noch bekommen, dann habe ich das mit drin, die habe ich eine PTL oder irgendwas. Und, ja, dann hatte ich nur das Lege und meinen Starter im Team irgendwie. Ich hatte noch die WM, ja, die versteckte Maschinen-Pokémon halt noch. Damit ich die ganzen WMs machen kann, aber ja. Das war's halt schon. War immer ganz witzig. Nur zwei Pokémon haben, die eigentlich was können. Und der Rest ist nur da, um Attacken außerhalb des Kampfes auszuführen. Ich setz den Scanner ein. Weil ich werde schon müde von dem Kampf hier. Das Witzige ist gerade, ich glaube, wir kommen nicht mal nach Maria City heute noch. Nur damit du Bescheid weißt, es ist noch lange nicht vorbei. Ja, aber der Navitaub ist tot. Und ich sehe gerade keinen anderen Anwärter, der OP ist. Ja. Du bist stark wie immer. Hier kriegst 2600 nur. Die in der Arena haben mir mehr gegeben. Wieso nur gewinne ich nicht Wieso nur gewinne ich nicht?
Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Wir beide sind also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los, gehen wir. Ich will noch nicht, gar nicht. Oh, Camilla, es ist meine Freude. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Es ist Laro, der Champ der Einhaltregion. Warum hat Camilla auf einmal so eine tiefe Stimme bekommen? Der Champ! Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesen seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Laro, ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einhalt. Das haben wir schon mitbekommen, Bruder. Ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einhalt kennen wie meine Westentasche. Ich komme aus Avenice und heiße Sharon. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Oder man sagt Sharon. Ich glaube schon Sharon, oder Sharon? Oder Chan. Sehr gut, das Ziel, seine Reise zu kennen, ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Also, wenn ich Champ bin, erstmal alle Legis fangen und einsperren und züchten. Oder keine Ahnung was. Der Champ ist der stärkste Trainer vor allem, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das alles Ziel als Zielsetzung wohl genug? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hey, ihr zwei, komm mal kurz her, Lelex. Jo, was ist das? Das ist schon. Alles klar, aber zuerst. Hui, Ehrenmann. Und los geht's! Es könnte sein, dass er gerade dezent geheilt hat. Ich sitze hier in einem riesen Raum, also. Anfall! Oder doch nicht? Warum kann Sharon eigentlich seine Pokémon heilen? Also warum kann ich das nicht? Sharon sagt so, oh, warte noch kurz, heilt meine ganzen Pokémon, warum kann er das? Warum nicht? Unlogisch, Spielfehler, eindeutig. Ich will mir das, die Apparatur, die ihr da habt zum Heilen, auch kaufen, aber. Jo. Der eine oder die eine hat einen Terrapack männlich und die eine oder der eine andere hat einen Terrapack weiblich. Terrapack ist an sich auch ein cooles Pokémon, aber nichts für mein Team, Alter. Ich habe mein Teamchen schon zusammengestellt. Ich weiß nicht mal mehr, wie mein Team aufgebaut ist. Soll vielleicht mal wieder nachschauen, wo die ganzen Ebenen sind, wo ich die Pokémon überhaupt fangen wollte, Alter. Ich habe mir nämlich die Einhaltkarte runtergeladen und mir markiert, wo ich meine Teammitglieder fange. Warme, Alter. Die fahren mich ab. Oh, scheiße, Alter. Bodycheck, so eine richtige Explosion. Rechte Hand, bringt dir nicht viel, du Spast. Verfolgung bringt auch nicht. Achso, das ist Cleopatra. Alter, warum sterben die Viecher nicht weg? Was ist denn los? Ich hab das Gefühl, wir kommen wirklich heute nicht mehr nach Maria. Oh, hab random eine Attacke ausgewählt. Boah, da hätten wir es jetzt nicht gerissen. Stell ich das mal vor, Alter. Gut, das Viech ist endlich tot. Flaktarat Level 28. Bei 29 habe ich den EP-Teller dann zu Wegemark. Gibt dann genauso Let's Player, die ohne EP-Teller machen und wirklich durchwechseln immer, damit sie schön alle auf dem gleichen Level haben. Was bockt mich nicht höher. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich gefreut. Alter, zwischen uns ist gerade ein Blöckchen, also ein Meter wahrscheinlich, Platz. Und links daneben, rechts daneben, hinter Laro, neben von Laro, da steht auch ein Wagen, ein Wohnwagen. Da ist alles voll mit Menschheit, ja? Und warum können wir hier kämpfen? Einfach so, ja? Warum gehen wir nicht mal auseinander? Nee, wir kämpfen einfach einen Meter auseinander. Also mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt einfach nur mit dem Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung.
Ach, gehen wir zur Maria Zugbrücke, ich habe keinen Bock mehr. Der Champ ist der Stärkste, eine andere Antwort brauche ich nicht. Mich fragt hier keiner nach der Meinung, Alter. Das ist auch irgendwie asozial. Hier entlang, du Spastimilian. Sieht gar nicht pixelig aus. Liegt zwar auch dran, weil ich das Bild vergrößert habe, da sieht alles noch ein wenig pixeliger aus, aber ja. Auf mich warten Dreharbeiten. Ciao, ihr Lelex. Welche Dreharbeiten? Aha, Camilla, was machst du jetzt? Ich bin ein Trainer, ich werde immer stärker und lass mir meinen Sieg nicht versprechen. Champ ist bald Gehör schenken, alles irgendwas, ich gehe. So Leute, auf die Route werde ich im nächsten Part nochmal zurückkehren. Und dann werden wir im nächsten Mal die Route da rechts komplett clearen. Aber ich will jetzt erstmal nach Maria City driven. Ich möchte nicht unbedingt wie im letzten Part jetzt so lange herumhängen da. Ja, wir sind jetzt in Maria City, die Musik ist eigentlich ziemlich gut unter. Ist halt also der Trainer, von dem Camilla gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arenaleiter dieser Stadt. Einen herzlichen Empfang dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Das Herunterlassen der Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns heruntergelassen habt, aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht keine Schuld. Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass diese Halunken von Team Plasma ins Stadtinnere abgehauen sind. Auch wenn das jetzt hart drüber kommt, aber ich verlange von euch, dass ihr diese Kerle für mich ausfindig macht. Ihr seid schließlich fähige Trainer, oder? Ach ja, wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll was. So ist das Ganze ein Geben und Nehmen. Bei anderen Arenaleitern, da kann man reingehen, wann man will, und bei ihm muss man halt, keine Ahnung, irgendwas erledigen. Verstanden, ich fahre ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zweifel liegen mit einer Klappe also. Nun Schatz, ich gehe dann schon mal voran. Wie immer, ne? Vorhalt. Leute, die Stadt hier ist ziemlich geil eigentlich, auch weil man kann hier drin auf dem Markt. Bei wem war das? Ich glaube bei denen hier. Ich stamme das im Ausland. Bei wem kann man hier einkaufen? Kaufen hier? Bei dem kann man hier Vitalkraut kaufen, kostet 2800. Und das, wenn ein Pokémon. Ja, ein kampfunfähiges Pokémon steht eh. Kann man es vollständig beleben. Das ist wie ein Top-Beleber. Einfach nur für euch, Leute, jetzt so angemerkt. Damit ihr wisst, wo ihr das bekommen könnt. Ich würde sagen, es war nicht gerade der spannendste oder die spannendste Folge, die wir bisher hatten. Auf jeden Fall, Leute, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Weiße Edition. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn, dann like doch das Video und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke oder so. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall bei Pokémon Weiße Edition. Wie schon gesagt, ich wiederhole mich immer am Schluss eines Videos und ciao, Leute. Ich habe gerade Peace gezeigt, obwohl ich keine Facecam oder irgendwas habe. Ja.